Jetzt bin ich gespannt, was du da hast. Boah, was haben wir denn da? Ja, bist du gelähmt? Steinpilz? Aber was für einer? Eine kleine Abendrunde heute noch an dem schönen sonnigen Sonntag. Ist direkt angenehm da draußen im Wald, ein bisschen frischer. Es war jetzt nicht direkt heiß heute, aber es ist durchaus noch mal ein schöner Tagesabschluss. Ja, Frau und Tochter haben keine Muße mehr. Ich gehe jetzt mit dem Sohnemann noch mal eine kleine Runde spazieren. Schauen wir da auf. Irgendwas finden wir dann schon, denke ich mal. Auch da waren die Waldarbeiter relativ aktiv die letzten Tage, so wie es ausschaut. Relativ frischer Baumschnitt. Aber wie gesagt, da ist eine relativ unberührte Ecke. Da war ich auch schon ein paar Mal fündig. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Ja, gerade ausgesprochen stehen schon die ersten Täublinge. Da hinten steht der Täubling, genau. Der da vorne. Hopp. Schaut eigentlich ja richtig schön aus, aber wir lassen es einfach mal stehen. Und wer sich traut zur Bestimmung, darf es uns gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten nochmals dann die nächsten Meter noch nach oben. Der Sohn mit seinem Adlerauge hat da jetzt was stehen sehen. Und jetzt schauen wir mal. Ziemlich fest und ich tippe mal, dass das wieder ein ganz frischer kleiner Fichtensteinpilz ist. Aber der ist so klein, da mal deine Finger drauf. Ganz frisch, wirklich ganz frisch. Fliegenpilz. Ja, richtig. Auch da wieder der Anzeigepilz. Ein paar Meter weiter unten war der kleine Steinpilz und da oben liegt ein alter Fliegenpilz. Davon ist auch noch ein ziemlich alter Fliegenpilz. Über den macht sie ja gerade dann diese Schnecke daher. Da haben wir den nächsten ziemlich großen Fund. Das ist definitiv ein Täubling. Von der Seite deuten sie da relativ starke große Lamellen an. Schwarztäubling denke ich ist es nicht, aber was anderes möge ich jetzt gar nicht bestimmen mit dem. Da hinten spitzelt uns ein kleiner feiner Fliegenpilz wieder an durch die Ästel. Nächsten. Mhm. Genau, da vorne war auch irgendwo was ziemlich Kleines, was Kleines Gelbes. Ja, es ist schon was da, was wächst. Aber noch nichts für unseren Speisepilzkorb. Aber jetzt schauen wir einfach mal in Ruhe durch. Irgendwo finden wir schon was. Da steht eine mini kleine frische Flockenhexe. Ja, das überrascht mich jetzt schon. Wobei überraschen wäre ich falsch. Eine Baumflockenhexe, ja. Die wäre noch ganz klein, ganz fest. Sollen wir die mitnehmen? He? Ja. Okay. Die schaut ja gut aus. Genau, die blaut auch schon ein bisschen. Schön, wird der erste kleine Fund für den Pilzkorb. Ein Baum weiter begrüßt uns der. Ja, der ist schon ziemlich mau, aber ich tippe mal, dass das fast sogar ein Frauentäubling war oder ist. Ja, das wäre ein Frauentäubling, aber wenn man schon eindeutig sieht, komplett verwurmt, merkt man auch am Stieldruck, da ist nicht mehr viel Luft, ja, da ist nur Luft drin, der ist drüber. Den lassen wir einfach da so stehen, wie er gerade ist. Genau. Schau ihn ruhig noch mal genauer an. Komplett verwurmt, der ist nichts mehr zum Essen. Oh, da sehe ich schon einen Wurm. Genau, der zappelt da drumherum, richtig. Da ist ein Wurm. Da ist ein Wurm, da ist ein Wurm, ja, genau. Da ist ein Wurm. Den lassen wir da, passt. Das ist jetzt für mich der vierte verschiedene Täubling, der jetzt da rum in der Region wächst. Anscheinend mögen die das hier, aber der ist natürlich auch schon so durch. Der bleibt einfach unberührt da und zur Bestimmung ist es jetzt mir auch ja nebensächlich, was das wirklich für einer ist.
Ja, also Artenvielfalt ist da oben schon groß. Da steht jetzt ein großer. Da unten, denke ich, kommt ein kleiner. Und bei dem könnte man es vielleicht noch ein bisschen intensiver bestimmen. Also ich tippe mal, dass das der gleiche wird wie der da oben. Und da haben wir einen rein optisch, ohne jetzt runter zu graben, denke ich mal, Scheidenstreifling. Welcher genau, schaue ich nochmal nach und schreibe ich dann aufs Foto mit dazu. Ja, das Adlerauge von meinem Sohn hat es daher vorhin schon wieder erkannt. Da wächst ein alter Röhrling, was auch immer. Eher vielleicht der Rotfußröhrling oben von der Hutform, kann schon sein. Und daher vorne ein paar Schritte weiter haben wir den nächsten. Und ich tippe mal, weil das da unten so ausschaut, ist das wieder eine Scheidenstreiflingsart. Allerdings welcher von der Hutfarbe her, muss ich daheim auch nachschauen. Da sieht man es jetzt schön, dass der oben diese Rillen am Stiel, das ist ein Scheidenstreifling, unten mit der Scheide und oben mit den Rillen auf dem Hut. Jetzt sind wir da oben durch diesen reinen Nadelwald, lauter Fichten hat es da, mal so durchmarschiert, dazwischen immer wieder mal so ein paar Täublinge. Jetzt sind wir da so auf einem kleinen Weg, weil da wesentlich mehr Feuchtigkeit ist. Sieht man auch am Bewuchs, Springkraut, überall. Da wird sich gleich fleißig drum gekümmert. Und daneben am Weg haben wir das nächste Pärchen an Pilzen zu stehen. Das sind auch in dem Fall die nächsten Röhrlinge. Das müssten für mich eigentlich dann Rotfußröhrlinge sein, das ist nämlich über die kleine raus. Hier hat es auch eine relativ hohe Artenvielfalt, das kann man einfach so sagen. Ein kleiner lilafarbener Hinweis, jetzt einfach mal raus. Das müsste ein wahrscheinlich violetter Lacktrichterling sein. Schauen wir mal, da wird der Bub was gesehen. Genau, nehmen wir mal die Astel vorsichtig weg. Upp. Meinst du? Schauen wir mal. Ich nehme ihn jetzt einfach mal raus, damit wir einfach schlauer werden. Nein. Nein. Das ist kein Pfifferling. Aber der ist so quietschknallegelb. Boah, nagelt es mir jetzt fest, dass das ein Goldröhrling. Und könnte das da vorne nämlich auch einer sein. Und jetzt direkt einmal umschauen, ob da irgendwo eine Lerche steht. Boah, da hat es eigentlich relativ viele junge Fichten. Auch eine schwere Buche steht neben uns. Soll jetzt aber nichts heißen, dass dazwischen nicht irgendwo eine Lerche steht. Und wenn es jetzt kein Goldröhrling sein sollte, dann dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich danke euch. Aber das da dürften mit hoher Wahrscheinlichkeit alte, vertrocknete Pfifferlinge sein. Ja, dem ist wirklich so. Wenn man schaut, da ist unten drunter, die waren jetzt auch staubtrocken beinahe schon. Kein klarer Lamellenwuchs mehr, oder beziehungsweise Leistenwuchs mehr erkennbar. Also von den Pfifferlingen einfach einen Schritt weiter, beinahe auch wieder drauf gestiegen, mitten auf dem Weg. Ein Frauentäubling. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Jetzt schauen wir, ob der noch einigermaßen was ist. Der fühlt sich auf jeden Fall ziemlich feucht und frisch an. Da ist unten ein kleines Schneckli drin, das stört uns aber jetzt mal nicht. Ja, das ist definitiv ein Frauentäubling. Vom Stiel richtig fest. Da werden wir jetzt dann einmal das Schnittbild machen und schauen, ob der noch was ist. Und ansonsten bleibt der hier nämlich im Wald. Schau mal her, da wachsen riesige Pfifferling. Tatsächlich direkt da am Wegrand. Und die sind relativ feucht und man muss genauestens hinschauen. Jetzt schauen wir her. Hopp. Schöne violettschuppige Pfifferling. Jetzt nehmen wir einfach mal einen raus. Stieldruck ist schon mal schön fest. Hopp. Zack, wunderbar. Schmutzig, das heißt aber nichts.
die dort unten, die schauen wir uns natürlich jetzt auch noch fertig an. Jetzt bin ich gespannt, was du da hast. Boah, was haben wir denn da? Ja, bist du gelähmt? Steinpilz? Aber was für einer? Ja, leck. Der ist leider schon ein bisschen zu weich. Boah. Weiter unten nehmen, genau. Ja, leck. Dreh noch mal ein bisschen auf, dass man still sieht. Schau mal da unten. Weit weg. Habe ich nicht gefragt, sind der Steinpilz, Genau. Der Pfifferling, Fest. Oh ja, tatsächlich. Da steht ein echt schöner, frischer Steinpilz zum Mitnehmen. Hm? Ganz fest. Ganz fest, genau. Und unten? Auch. Schau dir das an. Das Loch gleich wieder zumachen. Boah, cool. Was haben wir da? Pfifferling. Nein, nicht ganz. Ich tippe mal auf einen Maronenröhrling. Und so schaut er aus. Ein kleiner, feiner Maronenröhrling. Wen haben wir da? Ein Fliegenpilz, richtig, genau. Da leuchtet uns das nächste aus dem Gras an. Ah, ziemlich rot die ganze Geschichte. Ja, das ist. So. Ich lasse jetzt einfach mal drin stehen. Das ist schon ein klares Bild herkriegt. Wie ein Rotfußröhrling. Ja, Rotfuß hast du schon recht, aber das ist ein flockenstieliger Hexenröhrling. Was da am Baum rauswächst? Einen roten Stiel nicht. Nein, einen roten Stiel nicht. Aber wir haben hier den nächsten Maronenröhrling. Ja, das ist so eine abgetrennte Zone zwischen Baumnachwuchs und Altbestand. Da wachsen ja ganz viele Weißtannen. Hm. Über uns zwar überwiegend auch dann wieder Fichten. Da wieder Weißtanne dazwischen. Ein schöner Nadel. Mischwald, wie man so sagen kann, also ein gemischter Nadelwald. Oh, da vorne begrüßt uns vermutlich. Schauen wir mal, ob das eine Marone war oder ist. Ja, das war ein Maronenröhrling, der ist aber schon deutlich drüber. Den lasse ich jetzt einfach so stehen. Wenn dann konzentrieren wir uns auf die frischen Exemplare. So, jetzt bin ich gespannt, was da unten drunter steht. Ich tippe auf Hexenröhrling. Schauen wir mal. Und ist ein roter Stiel. Ein roter Stiel. Schauen wir mal, wenn wir den backen. Naja, nicht so ganz. Wow. Hexenröhrling. Hexenröhrling? Ja. Flockenstieliger Hexenröhrling. Oben nass. Ja, ein bisschen feucht, aber schon schön, dass der schon blaut unten. Riechst du das? Mhm. Steinpilz. Nein, das ist wieder ein Täubling. Schauen wir mal. Ja, ein bisschen trocken, aber zum Bestimmen nehmen wir das trotzdem mal raus. Magst du einen Lamellentest machen? Recht nicht. Bricht nicht. Ja, ein bisschen schon noch kommen raus. Ja, ist ja innen schon komplett verwurmt, siehst du das da? Hat jetzt eine ganz die Farbe von einem Ferrantäubling. Der darf einfach da stehen bleiben. Ja, das Fundergebnis ist sehr erfreulich, sehr bunte Mischung heute. Ein Steinpilz,
Pfifferlinge, ein Frauentäubling, ein großer flockenstieliger Hexenrolling, ein kleiner vom Anfang noch dabei, zwei kleine Maronen. Ja, kunterbunt. Das freut mich, dass diese Artenvielfalt auch beim Speisepilz jetzt da wieder erscheint. Ansonsten war es eine sehr artenreiche Tour heute. Und ja, das Putzen, das muss ich heute leider zu Hause machen, weil ich mein Messer vergessen habe. Macht nichts, kann man schon mal machen daheim. Also auf dem Weg zum Auto haben wir jetzt gerade noch was entdeckt. Ein sehr samtiger brauner Hut. Unten auch ein brauner Stiel. Ich nehme ihn jetzt einfach mal raus. Nur mal zum Schauen, was wir hier vor uns haben. Okay. Gallenröhrling? Nein, Gallenröhrling ist das keiner. Den habe ich glaube ich vor kurzem mal irgendwo mal gesehen, aber wo war jetzt das oder was war das für einer? Ja, hier ist der nächste Fund, also wir sind noch nicht beim Auto, von dem kommt noch ein kleiner Nachtrag. Das ist ein, ich weiß nicht, ob das ein fleischroter Speisetäubling ist, ich mag ihn jetzt einfach da mal so stehen lassen. Der ist schön bunt. Der ist schön bunt, ja. Ja, jetzt auf dem Weg nochmal an einer altbekannten Pfifferlingsstelle vorbeigekommen. Und da unten spitzeln wirklich welche raus. Die sind aber jetzt da so eingegraben, den einen nehme ich jetzt mal raus. Der explodiert. Der ist so. Er ist fest, er ist frisch, knubbelig. Aber ja, ich werde ihn mal einpacken. Da oben wächst der nächste größere. Jetzt schauen wir mal. Aber das ist ein komischer Haufen. Der ist irgendwie vom Ast blockiert worden. Ja, dieser violettschöpfige Pfifferling. Ein ziemlich wüstes Gestell. Naja, er ist fest. Ich nehme den jetzt einfach mal. Ja, da oben tatsächlich nehmen wir eine große Blüte an violettschuppigen Pfifferlingen. Was hast du dabei, Rigida? Schau her. Ja, der ist zwar ziemlich zusammengefressen, aber noch und durch, nur einer und durchaus nur einer. Fest. Genau, den dahinter. Etwas eine wüste Optik. Genau. Aber da haben wir dann schon den nächsten. Wunderbar. Vorne ist die Straße, das Auto. Schau mal, was links neben dir am Boden wächst. Links, andere links. Hab ich gefunden. Ja, kurz vorm Auto, unglaublich. Hol die mal raus, weil ich hab da vorne auch noch was gesehen. Bei dem Auto wartet die Mama und die Tochter. Die wollen nämlich noch schnell zum Essen gehen. Da wachsen natürlich, ja, also wie gesagt, die Stelle kenne ich. Den großen, den nehme ich auch mit, wenn er so schön ist. Unten, okay, das war der Stiel von dem. Da wächst einer drin. Zack. Okay, jetzt kommt am Schluss ein ganzer Schwung Pfifferlinge dazu. Toll, echt toll. Und da der nächste, das ist der Vorstellung zu schön, um wahr zu sein. Da unten noch mal ganz frisches Wachstum. Also jetzt haben wir uns am Schluss noch auf alle Fälle den Korb. Ja, zeig mal her, was du da hast. Da war jetzt die Hälfte wieder unten drin. Zeig mal, der schaut schön aus. Ja. Heute mal starten, damit wir mal schnell anschauen können. Weiter oben. So. Gut, passt schon. Gut, reinlegen. Ja, ich da hinten am Korb auch nochmal einer. Es gibt ja nicht, wo die überall wachsen. Wachsen die denn alle? Moment. Der ist ja so schrumpelig, den lassen wir da. Der darf da unten für Nachwuchs sorgen. Ja. Der liegt noch einmal. Einfach tolles Fundergebnis. Ja, was für ein toller Pilzabend noch heute. Die Sonne geht schon langsam unter da hinten. So im Gegenlicht. Ich hoffe, man erkennt es mir einigermaßen. Ja, das war es dann jetzt endgültig von heute Abend. Ich gehe jetzt gerade zum Abzug. Der Sohn läuft schon, der ist schon ganz weit vorne.
Also ein toller Pilzkorb voller Speisepilze heute. Am Schluss noch mit der extra Runde Pfifferlinge. Voll geil. Und wünsche euch alles Gute. Ich habe noch ein bisschen was zu putzen heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus!